Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, ein großes Loch. Entschuldigung. Oh, weia. Oh, weia. Da schimpfen die Jungs wieder mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Mr. Kuno 7011. Heute sind wir wieder bei der Lane auf den Surfer. Hallo. Hallihallo, ihr Lieben. Und gleich ganz am Anfang, ich hoffe, ihr versteht die Lane jetzt besser. Sie hat mich jetzt ein Mikrofon bekommen. Jo, dann hoffe ich mal, dass das klappt. Jo. So, und wem haben wir noch mit bei heute? Heute ist der Piero mit dabei. Piero und... Der Dilo, aber der Dilo, der hat heute kein Headset dabei. Ach so. Ja. Aha. Dann kann ich mit ihm nicht reden, gut. Nee. Dann ist heute Funkenstille. So. Naja. Ich sehe schon, wir haben jetzt hier auch schon eine Karte dran. Weil ich bin nämlich gerade auch den zweiten Tag erst wieder hier auf dem Surfer. Ich weiß gar nicht, was in der Zeit passiert ist. Aber es hängt ja schon wieder eine Karte noch. Ja, es ist schon eine ganze Menge passiert. Also ich bin heute auch erst das zweite Mal mit hier drauf. Aber die Jungs, die spielen fast täglich und mehrere Stunden. Das ist schon Wahnsinn. Und achso, das war ja das Feld vom letzten Mal. Ja, hier genau. Hier ist schon wieder noch was ausgebuddelt worden. Ach, da ist der Piero. Hallo. Hallo. Vielleicht mag der Piero mal sagen, was er da buddelt. Ja, ich bereite hier jetzt dann das zweite Lager vor, weil das erste Lager ein bisschen zu klein geraten ist. Es ist hier voll. Es ist voll. Also bauen wir jetzt hier ein zweites Lager hin. Das ist gut. Ja, dann brauchen wir den Dreck nicht in meine Ecke hauen. Genau. Aber die Kohle nicht, die Kohle könnt ihr mir geben. Die braucht ihr nicht in der Ecke hauen. Nein. Kohle kann ich mal brauchen. Die wird bei mir nicht schlecht, die Kohle. Jo. Dann packen wir das gleich mal raus, dann gebe ich dir das. Oh, ich krieg Kohle. Ja. Ein bisschen was ist zusammengekommen. Das können wir ganz gut entbehren. Das ist gut. Ich hab Kohle gekriegt. Oh. Dann kann ich mir erstmal was kaufen gehen von der Kohle. Ja, gibt's mal alles mit Mal aus. So. Was schwebt denn jetzt hier schon wieder? Was ist das denn? Kannst behalten. Was hab ich denn jetzt gekriegt? Den muss ich erstmal anschalten, damit ich sehe, was das ist. Oh. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Kannst behalten. Kannst ja aber erstmal gucken, was passiert. Oh, da keine giftige Kartoffel. Gibt ein bisschen Bauchschmerzen. Was haben wir hier? Unten zur Mobfalle. Aha. Dann mal gucken. Ob das bei mir funktioniert. Erstmal einschalten, nicht, dass ich immer kaputt haue dabei. Oh, irgendwas höre ich da unten schon. Ach, das geht hier. XP fahren, ja, geht hier runter. Da muss ich doch erstmal gucken gehen. Irgendwas höre ich doch da schon. Klappern. Tür lieber zumachen, dass sie da nicht rausrennen vielleicht noch. Und jetzt muss ich da draufhauen. Da unten auf die Füße am besten. Oh, ja, Tatsache. Und dann? Dann bekommt man eigentlich die XP-Kugeln. Ach so. Und die restlichen Sachen werden unten in einer separaten Kiste gesammelt. Aha. Ach, jetzt steckt es bei mir an. Aha. Das ist ja gut. Das ist toll. Das ist eine tolle Idee. Jetzt ist einer hier rausgekommen. Der ist durchgefallen. Ich bin jetzt hier dran.
Ups. Nimm auch dich. Aua! Aber das nicht abgemacht jetzt hier. Ohne Gnade, es wird einfach draufgehauen. So sieht's aus. Machen wir mal Tür zu. Lassen wir den Kuno mal da ein bisschen hauen. So. Brust abbauen. Ah, jetzt kommen wieder welche. Ja. Bisschen noch. Ja, macht er dann hier von den Sprünge. Jetzt. So, gut. Dann machen wir das erstmal wieder aus. Was haben wir da alles drinne? So ein Trichter. Was haben wir da alles Schönes gekriegt? Pfeile. Knochen. Ja, und das andere habe ich eigentlich alles gehabt, ja. Gut. Na, mehr kommen ja bei den Skeletten auch nicht. Was erwartest du? Na, Kohle. Kohle. Kohle will er haben. Kohle. Und was ist hier hinter der Eisentür? Ja, geh doch rein. Kommt da eine Hexe? Was ist das denn? Profanraum. Ein Wellnessraum? Profanraum. Ach, Profanraum. Ich habe verstanden. Nein, Wellnessraum. Profanraum. Ich wollte schon gerade sagen, wo ist denn die Liege abgeblieben hier zum Wellness machen? Für die Massage. Ich soll dich noch massieren oder was? Ja. Nee. Kann man hier so schön hinstellen. Extra. Und noch eine Palme bauen hier. Mit drinne. So. Gut. Aber wie komme ich. Achso, hier unten ist die Trittplatte. Ich wollte schon gerade sagen. Wie komme ich denn hier hinten raus? Was haben wir hier? Nee. Das ist mir zu gefährlich. Gehen wir da mal wieder raus. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ach, Netherwarzen haben wir ja auch schon hier. Oh, hier hat einer vergessen, wieder anzupflanzen. Auweia. Mal schnell mal machen. Das hier raus. Dafür hin. Oh. Einer fehlt. So. Na. So, was gibt's noch Schönes zu gucken hier? Hast du fein gemacht. Ja, viel zu gucken gibt's jetzt hier unten auch noch nicht. Ich wollte ja auch noch ein bisschen was machen, aber ich habe gesehen, was die Jungs für ein Chaos hinterlassen haben. Ja. Kann's ja halt nicht sehen, wenn's so unordentlich ist. Überall lag der Dreck rum. Hier lag ein Schlüpper, da lag ein Schlüpper. Beim anderen lag der Unterhemd auf dem Bett. Muss erstmal aufräumen. Was ist das hier? Zum Schnorcheln? Wenn man sich hinpackt? Wasserpfeifen? Ja, könnte sein, ne? Keine Antwort. Sagt lieber keiner was dazu. Mensch, der Piero hat noch nicht mal ein Bett. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich komme auch ohne Bett klar. Naja, wir sind ja nicht weit weg vom Spawn. Kann ja nicht viel passieren. So, dann gucken wir mal nach draußen vielleicht. Wie sieht es denn da draußen aus? Ja, draußen hat sich schon ein bisschen was getan. Oh, ist hell. Können wir mal rausgehen. Schauen wir mal. Guck mal, da hinten läuft Andy. Den lassen wir mal lieber in Ruhe. Oh, jetzt der kommt ja auch noch. Hilfe! Schnell inschalten. Andy, was ist er denn? Komm mal hier. Ja. Guck nicht so. Wo bist du? Aua! Haha! Oh, Creeper! Pass auf, Creeper! Ein Creeper kommt da. Ja. Die Vertreter in grün. Und es ist definitiv kein Polizist. Ein Gürkchen. Ein Gürkchen. Oh, der kommt hinter mir hinterher. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, ein großes Loch. Entschuldigung. Auweia. 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 Da schimpfen die Jungs wieder mit mir.
Ist aber schnell zu machen. Ja. Ja, Dreck haben wir genug. Das ist nicht das Problem. Dreck habt ihr hier noch? Ja, den habe ich vorhin alles zusammengefegt. Habt ihr auch Kohle hier noch für mich? Was? Kohle. Nein, wir haben keine Kohle. Wir sind selber arm. Das ist ja ein Bandit hier. Ich brauche Kohle. Nur arm betteln. So, hier. Oh, das guck sieht mal, ja schon mal gut aus. Ja. Hier kannst du was zu essen holen. Hier, guck mal. Probier mal aus. Drück mal das Knöpfchen. Kann ich Brot holen? Ja, drück mal Knöpfchen. Hm, ja. Ja, schon klar. Ja. Na, ganz toll. Ja, na pass auf. Kommt gleich das fertige Brot raus. Nee, so, jetzt drück nochmal Knöpfchen. So, nun kannst du neu pflanzen. Na toll. Darf jetzt neu pflanzen. Auch noch ungewollte Arbeit machen. Oh. So, was? Hoffentlich kommt jetzt kein Creeper. Bei uns hat hier alles kaputt gemacht gleich. Nein. Und ich muss das wieder reparieren hier. Ach was. Macht No und Dilo. Keine Samen mehr. Zack. Hm, alle. Ich hab noch. Ach so. Aha. So. Aber. Wo ist denn mein Erdloch? Jetzt muss ich immer gucken, wo mein Erdloch ist. Finde ich aber gar nicht wieder. Nee, ich glaube, das findest du nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal den Leuten mein Erdloch zeigen, was ich bis jetzt habe hier. Ach, da Stunden. Hier steht meine Werkzeugkiste. Hier, da, Leute. Und so sieht's bei mir aus. Das ist meine Behausung, mein Unterschlupf. Kein Bett, kein Ofen, keine Fackel hier drin, nix. Und da draußen steht schon eine automatische Weizenfarm. Zum Na, nicht Farmen. Nur Weizen, auch Kartoffeln. Ja, Kartoffeln auch. Das ist ja ein Ding. Kommt mir ja ein bisschen peinlich vor hier schon. Alle machen hier so viel und ich habe noch nichts fertig. Das macht nichts. Ich habe auch noch nichts geschafft. So. Kommt alles noch. Was haben wir jetzt hier noch? Ach so, das da hinten gehört bestimmt zu der Farm mit dazu. Ach, oder sind da die Hühner drin? Die Hühnerfarm. Ah, die Hühner hauen schon ab hier, die laufen hier draußen schon rum. Das kann sein, dass es freie Hühner sind, so ein paar wilde. Die wollen zu den anderen Hühnern. Was haben wir denn hier hinten noch Schönes? Buntes stehen. Sieht ja aus wie eine Bühne. Und eine Tribüne. Bühne und Tribüne. Also was? Hast du gelesen, was da steht? Längeren Lehnen. Ja, guck mal, das andere Schild. Dahinter. DJ Kuno. Ja, schon klar. Wer hat denn hier wieder... Wer hat denn hier wieder gequatscht? Gar keiner. Aber ich kann es ja mal verraten. Nee. Soll ich mal verraten, nein, was nein, der nein, Kuno nein, früher nein. gemacht hat? Nein, hör auf. Oh, vielleicht im nächsten nein. Video, mal gucken. So, vielleicht Leute. Wollen die Zuschauer das ja gerne wissen. Nein, nicht. Ach was. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ganz toll. Gut. Ja, ich finde die auch schick. Die Bühne hat der No4Plan gebaut. Aha. Bleib weg, Creeper. Soll ich mal wieder ausmachen, sonst haben wir hier Lex. Muss ich mal umschalten, damit ich den Schalter richtig finde hier. Halt. Nee. Jetzt. Jetzt ist aus. Und jetzt kommt die Sängerin Lane.
Aber ich singe heute nicht mehr. Ich hab schon zu viel gequatscht. Ich singe doch schon. Oh. Ich singe doch hier schon. Du hast zwar Kopfhörer auf, aber ich höre nichts. Ja, ist ab. Ach hier, mein Skin-Charakter, ne? Das ist ja eigentlich eine Sängerin. Aus einem Manga. Aus einem Anime. Jojo. Oh, heute nicht. Heute nicht? Nein, heute nicht. Hm. Gut. Oh, die ersten Zuschauer sind auch schon da. Meh. Und Herr Kuh ist auch da. Herr Schaf und Herr Kuh ist da. Zuschauer. Herr Kuh, wie sich das anhört. Eine Kuh ist weiblich. Wenn dann Frau Kuh. Nee. Jetzt hauen sie ab. Ja, die mögen deine Musik nicht. Ja, genau. So. Oh, da schweben noch ein paar Blätter. Da hinten ist, glaube ich, auch noch irgendwas. Hinter den Sonnenblumen. Oh, da hinten tanzt schon eine Kuh. Springt immer. Yep, yep, yay. Muss mal gucken, ob du der schon so einen Sattel aufsetzen kannst. Kannst du Rodeo reiten? Wer baut denn hier? Aha. Ach, hier ist ein Schild. Briefkasten. Mhm. Sag jetzt nicht, du weißt nicht, wer da baut. Briefkasten baut hier. Nein. Aber ich glaube, hier baut der Basti. Richtig. Oh. Hat er richtig gemacht bis jetzt. Der Sebastian, also der Basti, ist unser Sohn. Und spielt auch schon ganz schön lange Minecraft. War mit auf dem Server auf Ankrad. Baut auch ganz tolle Häuser. Doch, muss man schon sagen. Bin ich ja mal gespannt, was er diesmal vorhat. Kusch! Was? Kusch? Wieso Kusch? Gut, Quatsch, Kuh. Kusch? Kusch. Hier, Kusch keiner. Kusch, Kuh. die Sonnenblumen, die sind so hübsch gelb. Ja, Leute, das war's dann erstmal wieder von heute. Da kommt der Piero auch nochmal. Ja. Durchs Bild gehuscht. Ich muss ein bisschen Birkenholz sammeln. Ach so, ja, die sind ja da hinten. Dann werde ich mich erstmal verabschieden von euch. Und tschüss sagt dann auch die Lane. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Und der Piero. Auf Wiedersehen. Und der stille Mitspieler. Sagt auch tschüss. Tschüss.